Hallöchen Leute und willkommen zurück bei Dwarf Fortress. Wie ihr seht, ist hier mittlerweile fertig ausgehoben und ich habe die Pumpen alle wieder angemacht. Das heißt, prinzipiell sollten jetzt Leute runterkommen zum Pumpen. Ihr habt noch zu graben, wie ich gerade sehe. Ich weiß aber nicht wo. Ach, da gehen sie irgendwo da graben. Das hilft uns jetzt ja nicht weiter. Denn wir müssen ja hier noch eine Ebene fertig machen. Dann gebe ich dann auch meinen Auftrag. Das klappt soweit alles, das ist schön. Dann gucken wir mal, wo hier noch die eine Zwischenebene ist, die ich haben wollte. Da, genau. Dann nehmen wir die Ecke hier noch mit rein. Und dann sollten sie da anfangen zu arbeiten bald. Und ich gehe mal wieder hier hin, um zu gucken, ob der dann zum Pumpen kommt. Wir haben mittlerweile, also ich sehe schon, hier hat sich die Magma mittlerweile fast wieder zurückgezogen. Da ist gar nicht mehr so viel. Da ist wieder welche. Auf Ebene 4 und. Warum ist hier Miasma? Komisch. Ebene 24 hat die Magma sich komplett auch wieder verzogen. Nächstes Raha. Das heißt, prinzipiell sollte es wieder funktionieren, hier zu arbeiten. Man sieht schon da die erste Magma, die reingepumpt wird, von dem, was hier als Zwischenebene frei war. Und ich hoffe einfach mal, es finden sich jetzt genug Zwerge, die hier überall pumpen. On break, no job, das kann ja eigentlich nicht sein. Könnte ja eigentlich nicht nichts zu tun haben, denn wir haben ja dazwischen noch welche zu tun. So ist es ja nicht. Nur 83 war das doch. Ja, da sind schon welche unterwegs. Sehr schön. Und gucken wir mal bei. Langsam finde ich hier ein bisschen Überblick hier. Darum geht es darum, dass hier langsam überall welche wieder hinkommen. Natürlich dauert das ein bisschen, weil die müssen erstmal alle wieder dahin rennen. Ich sehe schon Operate Pump, Operate Pump. Das ist doch gut. Operate Pump ganz, ganz viel. Sehr schön. Und da haben wir dann dementsprechend gut was zu tun. Aber gut, welche, die das tun, das sollte ja funktionieren. Da sieht man sie überall schon. Sehr schön. Ich hoffe, hier tritt jetzt nicht wieder Magma aus. Vielleicht, weil wir da zu viel auf einmal gepumpt haben oder so. Aber die sollte jetzt ja hierhin wandern. Und wenn wir hiermit durch sind, können wir dann von hier aus in den nächsthöheren Bereich pumpen. Und das sollte ja tendenziell funktionieren. Sieht auch schon gut aus, hier sind überall schon welche. Großteile der Pumpen sind damit schon bestückt. Das Spiel fängt gerade schon wieder an zu haken, was mich vermuten lässt, dass er doch schon wieder gepumpt wird. Aber hier fehlen sie noch, da sind sie noch nicht da. Das sind ja die entscheidenden. Wenn da noch keiner ist, dann passiert doch nichts. Hier sieht man schon, welche wieder langlaufen. Da sehen wir, glaube ich, ist das nicht Marinzo. Ja, das Marinzo, der hier auch mitpumpt und da pumpt auch schon jemand. Man sieht, man hier geht es schön hoch. Da ist gerade noch nichts. Bis wohin kommt die? Jetzt da fehlt auch noch jemand an der Pumpe. Ich hoffe, der kommt jetzt bald. Da ist er, sehr schön. Dann geht es da weiter hoch. Ja, hier müsste es jetzt ja eigentlich auch. Hallo, Spiel. Weil es ist da, das Ganze leckt aber ganz schön gewaltig, muss ich ja schon sagen. Ich gehe einfach mal auf Ebene 26 und warte da. Bis da was ankommt, das müsste ja eigentlich funktionieren. Man sieht, hier ist schon ein ordentlicher Teil da. Und wenn wir das komplett voll haben, können wir für die Pumpen da drunter pausieren und dann anfangen, hier hin zu pumpen. Komplett. Ne, von hier aus hoch zu pumpen, so rum. Dass wir dann hier weiter pumpen. Das müsste ja eigentlich funktionieren, aber ich will jetzt auch noch, bin jetzt auch noch neugierig, ich will gucken, da ist schon wieder was. Da habe ich gerade schon wieder rote Ecken gesehen. Wahrscheinlich pumpen die das dann auch automatisch gleich weiter. Auch wenn sich hier nicht viel tut. Drei Stück sind da gerade. Das fließt ja alles immer ein bisschen hin und her. Aber so viel ist das noch gar nicht. Wir können ja nochmal von. Ja, willkommen zurück. Ich stelle gerade fest, dass ich wohl zeitweise gerade pausiert hatte. Ich weiß gar nicht wann und wieso. Er ist dort aufzupumpen, weil er kaputt ist. Ja, das Spiel läuft momentan tierisch langsam. Daher kommt, dass ich hier so viel pumpen lasse. Aber ich möchte auch die Pumpen jetzt nicht wieder abschalten, denn da müssen erstmal wieder alle dahin laufen. Obwohl.
Doch, wir machen das jetzt aber mal. Das geht ein bisschen auf die Eier, dass das Ganze hier so elends lange braucht. Jetzt habe ich die Türen ausgerührt, das bringt uns ja nichts. Wir lassen hier einmal alle wieder aufhören. Wir sollen hier später nochmal antanzen, dann können die sich auch ein bisschen wieder erholen. Hier ist ein bisschen Magma ist mittlerweile da, das sich hier jetzt verteilt und schon mal den Fußboden weich schmilzt. Aber es geht ja auch darum, dass wir hier jetzt graben müssen. Und ich hoffe, das Ganze läuft jetzt wieder schneller, sobald die Pumpen aufgehört haben. Denn das war ja das, wodurch viel Arbeit entsteht für das Spiel selbst. Ich habe jetzt auch die FPS-Anzeige nicht an, die habe ich einfach mal ausgemacht, weil ich die nervig fand. Was sagst du hier unten gerade? Ich war doch gerade an so einem Minenarbeiter. Achso, da. Du gehst scheinbar wieder hoch, oder was? Ja, super. Ja, du bist wieder auf dem Weg nach oben. Da haben wir auch noch das, was begraben werden muss auf der Ebene. Was war es? 83, glaube ich. Ja, jetzt bin ich nur noch. Da ist die passende Stelle. Da sind sie momentan auch am Graben. Was ja auch richtig so ist, weil das muss ja auch noch fertig werden. So ist es ja nicht. Aber das hilft uns da unten nicht weiter. Und der Mann, der hier gerade auf dem Weg hin ist, ist mittlerweile, ist immerhin bei Ebene 1. Also das Ganze geht schon deutlich schneller, sobald die Pumpen wieder aus sind, das muss ich ja schon sagen. Und da ist jetzt auch, in dem Kreuz haben wir jetzt gut was drin. Jetzt, er hat jetzt einmal gegraben und ist dann wieder gegangen, oder was? Hä? Oder warst du das? Wie vermisse ich hier gerade jetzt einen Minenarbeiter, der das gerade gemacht hat? Na toll, dann müssen wir hier wohl noch warten, während die graben. Du gehst wieder hoch, aha. Dann gucken wir halt euch erstmal hier oben zu. Aber das will ich jetzt auch nicht wieder abbrechen, damit wir da unten vorankommen. Mann, das mit den Pumpen ist schon ganz schön aufwendig. Ich dachte jetzt, juhu, haben wir das langsam fertig. Aber dem ist wohl nicht so. Aber mir fällt gerade mal ein. Dann, während die hier machen, können wir uns jetzt echt mal hinstellen und können die Charakterübersicht machen, denn die steht ja auch noch an. Ich mache das hier schon mal ein bisschen größer, dann darf Therapist immer noch offen. Dann nutze ich deren Arbeitszeit einfach mal, um euch mittlerweile zu zeigen, wie weit ihr euch entwickelt habt. Wir gehen einfach mal nach has a Nickname. Und da sieht man hier. Wir haben unseren Darth Vader, der hier nichts kann, der ist ja bei Social aber mittlerweile ein Level 8 Record Keeper, also ziemlich gut. Den Giftzwerg, unseren Meisterkoch ist legendärer Koch, sage ich, aber er ist schon Grand Master Cook, also da ziemlich gut. Wir haben hier Chubby als unseren Blacksmith, unheimlich gut. Wir haben hier mit Cheetah die ersten Masons. Man sieht hier auch No Name als Mason richtig gut. Wir sehen mit Darkon und Mr. Glacier und Zarek hier drei richtig gute Minenarbeiter, alle legendär. Was haben wir denn noch so hier? Wir haben Giga Games, der ist zwar immer noch hier richtig gut. Sheening ist aber vor allen Dingen Kämpfer. Giga Games sieht man hier richtig gut. Mr. Glacier, nicht Mr. Glacier, Graf von Metternich als Kämpfer auch richtig gut. Radescha haben wir hier, der als Kämpfer schon gut was ablegt. Das ist ja nicht. Und wir haben doch jemanden. Pesche, genau. Der ist als Kämpfer noch nicht ganz so gut. Aber als Crutch Walker sind er und Philipp mittlerweile legendär, weil die sich wohl mal verletzt haben. Und das lernt man zum Glück sehr, sehr schnell. Was haben wir hier noch so? Wo war ich denn jetzt? Ich war bei Games, Graf von Metternich hatten wir. Ja, hier haben wir Marinzo, unseren Chef. Der ist mittlerweile legendärer Mason, obwohl er das gerade gar nicht machen muss. Dann haben wir hier, warum ist er denn? Er ist auch noch legendärer Stone Engraver. Ich habe aber Stone, hab aber keine Ahnung warum, und das hat er eigentlich nie gemacht. No Name. Philipp haben wir hier, der auch bei den Soldaten ist, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, deswegen ja Crutch Walker ist. Und als Soldat auch schon ziemlich gut. Hat er schon Sorin, der auch als Schwertkämpfer, glaube ich, unterwegs ist. Ist als Schwertkämpfer zwar noch nicht wirklich gut, wie man hier sieht. Aber Soldaten brauchen dafür auch ewig, das ist ja okay. Wir haben hier Semgeist als unser Farmer, der da mittlerweile legendären Farmer-Status hat, was schon ziemlich cool ist. Fand ich auch ziemlich praktisch, weil die müssen ja auch gut schnell sein. Hier haben wir Tammy, unseren Chief Medical Draft, der mittlerweile auch das Diagnostizieren langsam lernt. Wir haben Tobi als unseren Schmied.
Also unserem Waffenschmied, mittlerweile Stufe 10 da drin, accomplished. Da freue ich mich doch schon drauf, wenn der legendär ist und dann richtig gute Waffen macht. Wir haben hier MacWoody, der seit Ewigkeiten unseren legendären Carpenter abgibt. Wir haben hier einen Zerkuran als Potashmaking. Wo steht der für Potashmaking? Warum hat er den Farming Fields gar nicht mehr? Ah. Weil Zerkuran mittlerweile für die Siege Operation zuständig ist. Ah, das hab ich gar nicht mehr drauf geachtet. Der haut hier als Siege Operator aber auch mittlerweile richtig schnell, richtig gut rein. Und zuletzt haben wir den Cyril, der als Farmer auch schon ganz gut ist, vor allem als Brauer sich dabei auch macht. Ihr seht schon, hier kommt einiges bei rum. Hier unten sieht man nochmal die ganzen anderen Zwerge. Da gehe ich auf einmal langsam drüber. Wenn ihr euch hier etwas angucken wollt, könnt ihr das dann pausieren. Aber das finde ich meistens nicht so spannend. Wir haben hier ab und zu Legendäre dabei beim Stone Detailing, bei den Minenarbeitern. Aber ansonsten haben wir auch noch gar nicht so viele. Hier haben wir jemanden beim Brauen, was natürlich gut ist. Aber der entsprechend schnell gute Getränke bringt. Hier haben wir noch einen Stone Detailer und vor allem die Liste ist mittlerweile irre lang. Hier haben wir jemanden bei Woodcrafting, der wird aber gar nicht mehr mit eingesetzt, weil wir das gar nicht so viel brauchen. Und ganz viele kleine Sachen, die sie irgendwo alle mal können. So, da sind wir am Ende der Liste. 186 Zwerge. Und ich würde sagen, wenn wir das gemacht haben, gucken wir mal wieder hier, was denn hier so passiert ist. Ah, hier hat jemand eine mysteriöse Konstruktion angefangen. Das ist natürlich cool. Leatherworks. Aber hat natürlich den Nachteil, dass ich da nicht mitbekommen habe, wie weit hier unsere Arbeit ist. Und da muss ich auch noch mein Auge drauf werfen, ob die mittlerweile weit genug sind, dass sie runtergehen. Fast. Aber es sind schon welche auf dem Weg nach unten wieder. Das heißt, wir können auch mal hier unten gucken, ob wann die da sind. Da sieht man schon das Blinken, dass die da weit unten unterwegs sind. Wie weit sind sie? Minus 10, der ist auf jeden Fall fast da. Dann können wir hier warten. Da sind sie. Sehr schön. Dann fließt hier noch schneller Magma rein. Jetzt müssen wir noch diesen Seitengang da aufbekommen. Und da sind sie scheinbar schon wieder hochgegangen. Das ist natürlich ein bisschen doof. Teil-Edit haben wir entdeckt. Das ist jetzt natürlich auch nicht so der Bringer. Aber wie mir scheint, haben wir hier jetzt die letzten Arbeiten. Und die beiden rennen dann auch wohl wieder hoch, um sich dann noch was zu machen. Aber wenn wir damit durch sind, sollten eigentlich auch wieder welche runterrennen. Ja, da blinkt schon wieder was, da ist er auf dem Weg hin. Dauert dann wahrscheinlich wieder ein gutes bisschen, bis er da ist. Aber da kann man ja nicht viel machen. Und ich will erst die Pumpen wieder anwerfen, wenn wir hier unten auf jeden Fall auch genug Zufluss haben, dass das auch funktioniert. Sonst dauert mir das zu lange. Wir können aber mal schauen. Da ist mittlerweile überall ein bisschen Magma drin. Die hat sich hier verteilt, das natürlich gut ist, denn wenn es sich verteilt hat, haben wir hinter. Man muss es sich hinter nicht mehr so verteilen. Und dann kann hier besser gepumpt werden, weil wenn hier das Feld voll ist, kann natürlich nicht weiter gepumpt werden. Und ja. Dann schauen wir doch mal. Einer müsste jetzt noch einen Dickauftrag haben. Ja, minus 6 bist du sogar. Das heißt, du bist bald da. Da ist er. Und wahrscheinlich werden dann gleich noch mehr hinterherkommen. So. Und da müssen wir jetzt noch ein bisschen warten, denn da kommt jetzt noch jemand anders, der sich den Job gesichert hat. Der bei 104 war. Das heißt, der wird wohl ein bisschen brauchen. Aber dann, wenn wir das durch haben, können wir, wird das hier durchgechannelt, was natürlich erstmal gut ist, weil dann da mehr hin kann und mehr hinkommt. Und prinzipiell können wir dann auch noch hier durchchanneln und fließt hier vielleicht auch noch was rein. So mein Versuch. Wobei, das werden wir euch erstmal als Notlösung behalten im Hinterkopf. Wichtig ist, dass ich das hier aufbekomme, weil dann ist hier ein richtig guter Zufluss. Das sollte eigentlich funktionieren. Wie weit bist du mittlerweile beim Latschen? Das geht ja noch. Ich bin so froh, wenn ich das alles hinter mir habe. Oh, und wir haben Migranten. Ja, okay, dann werden wir wohl den Rest des Parts mit Migranten zubringen müssen. Und erst dann da weiter pumpen. Wir haben hier einen Beekeeper, der nichts wirklich kann. Also wirst du für Hauling eingesetzt. Ja, ein Woodcrafter, Professional Weaponsmith, Accomplished Leatherworker Record. Ich glaube, dich setzen wir auch als Weaponsmith ein, denn da werden wir prinzipiell noch welche brauchen, sobald wir angefangen haben, mehr Gebiete oder mehr Schmieden dann auch zu haben.
du bist quasi unfähig. Dich lassen wir dann halt einfach mal so. In Healthcare kannst du ein bisschen mitmachen, aber wir brauchen nicht so. Hier haben wir einen Trapper. Was hast du denn als Hunting-related Trapping? Ich gebe dir mal Hunting und Trapping rein und nehme dafür Hauling und das andere weg. Vielleicht haben wir dann mit dem Jäger mal ein bisschen Erfolg. Wäre mal gar nicht so uncool. Wenn der sich hinstellt und uns ein paar Tiere jagt. Hier haben wir einen Crafts-Draft. Der kann kämpfen, aber nicht wirklich toll. Aber er kann auch ein bisschen, kann auch alles mögliche andere. Dann wirst du wohl ins Militär wandern. Zumindest wenn das Militär sich hier wieder meldet. So. Zumindest hat er ein bisschen schon mal Rüstungsskills, was ja nicht verkehrt ist. Da oben haben wir auch jemanden. Einen Hunter, der einen guten Marksgraf abgibt. So etwas wollte ich sehen. Der wäre natürlich als Hunter auch cool, wenn man sich das genau überlegt. Und man sieht, hat er hier wahrscheinlich auch Hunting drin. Aber wir möchten ihn vor allem fürs Militär haben. Und da sehen wir gerade, jemand hat einen Gamesetter's Ground Retention to Adamantine Battle Axe. Der kämpft also als Soldat mit der Adamantium-Axt und hat sich mit der mittlerweile angefreundet. Hier haben wir einen Cheesemaker. Oh, Adequate Hammer Draft Shield User Fighter. Deutscher, cool, gleich noch ein Kämpfer. Wird dann hier mit reingesteckt. Du bist auch kampffähig prinzipiell. Kommst auch du da mit rein? Und jetzt ruhig weitergehen, genau. Dann sehen wir nicht, was noch kommt. Oder ob überhaupt noch was kommt. Scheinbar ist das nicht der Fall. War also wohl nur eine kleine Welle. Wir können das einfach mal probieren. Wir haben hier 193 und Draft Therapist habe ich ja noch offen. Rechnet auch 193. Der hat ja die komplette Welle drin. Das heißt, das sind alle, die wir brauchten. Und jetzt haben wir hier auch den großen Magma-Zuflus. Dann würde ich sagen, ja, wir haben ein paar neue Zwerge, das ist ja ganz nett. Und ich stelle mich dann mal hin, mache bis zum nächsten Mal die Pumpen wieder an und dann sehen wir uns hier an, wie hochgepumpt wird. Diesmal hoffentlich erfolgreich. Ich würde mich darüber freuen. Das wäre, glaube ich, dann sogar Part 100. Das würde ja genau passen. Also bis zum nächsten Mal, Leute. Macht's gut.